Ja, es geht weiter. Weiter in der Tagesordnung. Das hier ist übrigens der besagte Spielstand, der dann im Stream irgendwann gelandet war und den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Den können wir direkt mal löschen, weil, wie gesagt, da haben wir Fortschritt gemacht, den ihr ja dann verpasst habt. Das war's, der ist gelöscht. Unwiderruflich gelöscht. Dafür kopieren wir jetzt mal den aktuellen Spielstand hier nach oben. Und haben dann quasi nochmal so einen Ersatz. Rücksetzpunkt. Genau, wir machen direkt weiter. Ihr wisst ja noch, was letztes Mal passiert ist. Wir haben einen Bohrer bekommen. Ihn hier. Und der ist absolut mega geil. Weil mit dem können wir Tornado machen. Der öffnet dann gewisse Türen für uns. Kann man eigentlich auch mal hier so ein bisschen Kombos üben. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Mittlerweile haben wir auch den Rhythmus ganz gut raus von dem Bohrer. Allerdings, das Problem ist, dass der uns ein bisschen unbeweglich zurücklässt. Und wenn wir verfehlen sollten, sind wir in dem Moment natürlich doch relativ gut angreifbar für Feinde. Das sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Old Town. Use the drill to fly to Torch Tower. Genau, wir müssen hier nach oben an die Mauer. Das ist noch ein guter Weg, den wir zurücklegen müssen. Deswegen werden wir jetzt mal nicht lang schnacken, sondern uns mal ein bisschen beeilen. Boah, geiler Bohrer, wirklich. Geile Waffe. Haben wir hier irgendwas zwischendurch zum Mitnehmen auf dem Weg? Erstmal nicht. So langsam wird auch das Level-Design, guck hier, immer verschachtelter. So dass wir zwischendurch schon echt ein bisschen gucken müssen, wo wir langlaufen. Das ist ein Aufzug. Okay. Mit dem Hebel rufen wir quasi den Aufzug. Das ist nicht so ideal hier, was ich hier mit meinem Kaffee gerade mache. Augenblick. Während wir nichts tun, spielt er ein bisschen auf seinem Gameboy rum, was ich ganz cool finde. Okay, guck mal da. Jammer. Schon zwei. Noch etwas mehr und wir können einen dritten SP-Punkte-Slot freischalten. Ziemlich geil. Haben wir eigentlich schon SP-Angriffe mit dem Bohrer? Nee, ne? Haben wir bewusst noch nicht freigeschaltet gehabt. Wir wollten uns erstmal auf die Combo konzentrieren. Ich weiß gerade nicht, wo wir lang müssen. Wir müssen nach oben. Der Big Boss von den Dogs. Okay. Pistol Whip. Took out several rats without so much as a squeak. Okay. Also der scheint eine Art Peitsche zu haben. Der Anführer der Legion Dogs. Die nennen sich Legion Dogs. Deswegen sind die auch alle... Ich glaube, die haben wirklich alle auch so ein Hundedesign, diese Roboter. Boah. Er hat uns schneller erwischt als gedacht. So. Ich hätte gerne eine Karottensaftaufladung mehr.
Ja, die Gegner werden auch fiese an Orten, wo wir schon waren. Ja, ich hätte exekuten sollen, verdammt. Egal. Geil. Aber es ist schon echt lustig. Warum sagen die nicht, wir müssen noch dort oben, wir brauchen einen Propeller. Das leuchtet ja absolut ein, wenn die sagen, wir brauchen einen Propeller, brauchen wir einen Propeller, weil wir nach da oben fliegen müssen. Ja? Aber, dass die jetzt von vornherein sagen, wir müssen da hochfliegen, wir brauchen den Bohrer. Das ergibt doch irgendwie überhaupt keinen Sinn, oder? Weil in erster Linie fliegst du nicht mit einem Bohrer ein Hochhaus hoch, sondern ja, du bohrst dir ein Loch irgendwie in die Erde oder in eine Wand, aber doch nicht als Fluggerät. Scheinbar ist das hier ein bisschen anders. Torch Tower is the Iron Dogs home base. I need to be extra careful. Genau, Iron Dogs. Ich gehe jetzt mal wieder auf die Faust. Report, the fugitive rabbit Furnison has acquired the transformer trail and is approaching Torch Tower. Ja, guck, das sind Hundedesigns. Yes, sir. Okay, da war eben übrigens einer dieser Bosse, der hatte aber einen Hasenkopf, den haben wir im Vorspann gesehen. Das scheint der Anführer von den Dogs zu sein. Shit. Okay. Nicht ganz einfach hier. Jetzt wäre ich fast in die Falle reingerannt. Und habe zum Glück genau den richtigen Rhythmus gehabt. Da oben ist was. Was ist das? Okay. Und das ist wieder ein Fist Door. Bestimmt brauchen wir mehr Kraft auf unserer Faust, um da reinzukommen. Das können wir bestimmt irgendwo freischalten. Hier geht's nicht rein. Nein! Propeller. Sehr gut. Ja, ich hab's gesehen, oben links. Erstmal gucken. Haben wir schon. Kostet Geld. Uppercut. Den kaufen wir jetzt. Der ist cool. Aber irgendwie checke ich gerade noch nicht so richtig, wie die einzusetzen sind. Stick nach unten hieß es hier bei Thump. Stick nach unten. Und Viereck. Das ist auch keine SP-Attacke. Warum klappt das nicht? Es klappt nicht. Nee, es klappt wirklich nicht. Ich mache den Stick nach unten. Nach oben geht die Combo ja auch. Nach unten nicht. Okay, Leute, wir haben es verkackt. Wir haben eine Combo gekauft, die wir nicht benutzen können. Okay. Das ist aber doch dumm, oder? Thump. Stick nach unten und Viereck. Habe ich gemacht. Im Sprung vielleicht? Nö. Doch. Doch, 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 doch. Das ist eine Sprungattacke. Steht das dabei? Ich habe es nicht gesehen. Es steht nicht dabei. Aber es ist der Schlag, ja. Okay. Also es muss in der Luft passieren. Dann geht es auch ohne Probleme. Leute. Ja, ich habe mich schon gewundert. Es steht ja nicht dabei, Jump.
Aber er springt halt offensichtlich in der Animation. Ist jetzt meiner Verpeiltheit auch nicht unbedingt zuträglich, dass sie mich hier so noch verwirren mit irgendwelchen verkehrten Angaben in den, im Movement. Pflanzensamen. Wofür auch immer die gut sind. Okay, jetzt mal wieder ein bisschen Action. Geld, Geld, Geld. Wir müssen uns nochmal heilen. Wir haben keine SP-Punkte mehr. Noch ein Schlückchen Käffchen. Okay. Weiter geht's. Okay. Alles klar. Puh, die machen ganz schön Schaden. Oh. Mhm. Geht der Laser da drüben aus? Nee, keiner von denen geht aus. Okay. Gut zu wissen. Und mehr Leben. Fuck. Okay. Ich dachte, es wäre ein Stück des Containers, aber es war einfach nur ein Life Regain. Diesen Pflanzensamen, da kriegen wir jetzt nicht so leicht. Wir brauchen irgendein Upgrade vielleicht, um durch die Barrieren durchzudashen. Oder sie zu zerstören. Das riecht nach Ärger. Das sieht nicht gut aus. Okay, erst den Schützen. Shit. Ja, wir stellen uns gerade nicht so gut an. Ich merk's. Nee, das war's. Nee, noch nicht. Nein! Das erste Mal gestorben. Ich habe seine Reichweite unterschätzt. Aber massiv unterschätzt. Ah, mir fällt gerade ein, ich habe wieder keinen Timer gesetzt. Gut. Auf geht's. Jetzt machen wir erst den Typ hier oben. Der nervt nämlich auch wie die Sau. Sehr schlecht.
halten mehr aus, als man denkt. Das unterschätzt man dann ganz gerne. Die wollte ich die ganze Zeit schon machen. So. War doch ganz easy. Oh. Trap. Haha, okay. Zwischenboss. Erstmal ein volles Fund. Boah, okay, krass. Boah, okay, du Arschloch. Alles klar. Das ist ein krasser Wichser. Und Bohrer-Exekution. Bam! Geil. So. So wird das gemacht. Fist Door? Ja. Rums. Und da oben ist ein Poster. Child of the Cube. Hier oben noch ein Geheimnis. Dieses Fist Door war einfach nur der Rückweg. Hier geht's scheinbar richtig weiter. Beziehungsweise ganz da oben. Genau. Okay. Wir schlagen uns ganz gut. Dafür, dass wir zwischendurch ganz schön failen, schlagen wir uns ganz gut. Großes, verwinkeltes Tor. Das riecht doch nach Bosskampf. Mhm. Jetzt wird's interessant. Expand the search. Ist der Commander. Find the spark, even if it means digging up all of Torch City. Boah, die Stimme. Come der out. Hat auch einen Bohrer. It's just you and I now. Mhm. Cicero. It's you. Didn't you? Krass, Leute. Das ist Cicero. Von dem haben wir schon gehört. I knew Torch Tower wouldn't stop you. I wasn't expecting a reunion here. You've slowed down, old friend. Why are you on the Iron Dog's side? You wouldn't understand. But you look so... How are you different from them? Der hat einen kompletten Anzug, Leute. Emerge is the ultimate warrior. This is what the future of Torch City will become. You're a traitor to all Ferdicans. Mm-hmm. I'll knock some sense into you! I know that you're not interested in idealistic philosophy. Der hält aber einiges aus. Hart. Oh.
an opening. I shall cut through everything. Boah, den konnten wir nicht besiegen. Krass. Alles klar. Watch out! Sun setting soon? The sun will not set. It's our world that's turned around. Come on, time to get to work. Geile Stimme. Da schon verraten. Nein. Er hat uns beschützt. What? The boss of the Iron Dogs is Cicero. Our team's ace pilot? Urso. Yeah. Impossible. Cicero was killed in battle. You saw it with your own eyes. I don't know what happened, but he's betrayed us and become the leader of the Iron Dogs. Hmm. That steel body of his means that I'm no match for him, even with the fist. Ich fand, wir hätten uns ein bisschen besser angestellt, dann hätten wir auch besser abgeschnitten in dem Kampf. Aber der hat uns teilweise echt hart überwältigt mit seinen Skills und wir haben einfach nicht genug Leben gehabt. Wir brauchen so eine krasse Rüstung. Strange. Furtizens don't end up like Iron Dogs for no reason. Spark. That's all I heard. Mm-hmm. Let's try and get out of here first. We need to investigate things before we can make up our minds about Cicero. Oh. Here comes another poor sucker. Hey, kid, it's a cat! Keep quiet, 6304! Na klar, eine Katze. Oh ja! Black Widow! Nice move! Mega. Keys, darling. Ich mag sie. Thank you. Catch. Danke. Die ist ja nett. Who are you? Why are you helping us? Wer bist du? I guess that's what we get for helping you. That's no way to talk to a lady. Aww. I saw you at the power station. You were very agile, but I recognized your unique attack rhythm. Mm-hmm. Those ears of yours aren't just for show after all. Silly bunny. You can call me Q. Q? What power station? You two know each other? Ja klar. Wir hatten schon ein halbes Date. Hey, Ray. You smooth talker, you. You two can stay and chat. The power might come back on at any moment, so I need to get out of here. Okay. Looks like our savior has a way out.
I'll tag along. Silly. Ich auch. That big fist has been taken to the evidence room on prison level 4. You want to get it back first? Klar. Hm. Get her so out of here for me, and I'll meet you back in town. That means you owe me one then. Come on, Fuzzy Bear. Take a deep breath, suck in your stomach, and follow me. Huh? Oh. See you later, Ray. Also, Q kümmert sich um Urso. Sehr gut. Wir sind schwer angeschlagen und haben keine Waffen. Das ist nicht gut. Q hätte uns ruhig mal ein bisschen Bewaffnung mitbringen können, oder? Man kann nicht alles haben. Avoid the Iron Dogs until I find the fist. Können wir sneaken? Schleichen? Irgendwas? Ducken? Verstecken? Wir gehen erstmal hier rüber. Ich hab immer die, den Wunsch, hier so eine Treppe runterzulaufen. Das ist ein bisschen irritierend, weil es kommt wirklich ein bisschen rüber, als wäre es zweieinhalbdimensional. Aber ist es leider nicht. Mit ihm können wir reden. Ach, das ist doch der Dieb. Did you end up here for stealing from the Iron Dogs? You jest. I am the Flying Mouse. How could the Iron Dogs have possibly caught me? I came to see how sturdy these cells are in order to hone my climbing skills. You jest. Ich glaube, jest ist in dem Fall so eine Art, du Scherzkeks. Das ist, glaube ich, von Jester, also vom, vom Narren irgendwie abgeleitet. Und er meint wahrscheinlich, du Spaßvogel oder du Scherzkeks, irgend sowas. Ich bin die Flying Maus. Wie könnten die Iron Dogs mich möglicherweise geschnappt haben? Came to see how sturdy these cells are in order to on my climbing skills. Was meint ihr eigentlich mit to on? Ist das sowas wie... Also on ist, honor ist ja Ehre. Meinen die vielleicht mit beweisen? Ihre Skills beweisen? Oder ihre Skills nutzen oder irgend sowas? Oh, I'm gonna go. Come back! I've got too much treasure in my backpack. Ja, ist klar. I'll share some with you to lessen some of the weight. The door is locked. We need a key. Self-reliance is a virtue. And you aren't much help either. Go then. I'll be out of here in a bit. War gerade ein komischer Kameraglitch. Ja, ich würde ihn gern befreien. Ach, guck mal, wir können auch dashen ohne Faust. Das ist also seine Power. Das körperliche Power. Das ist, hat nichts mit der Technologie zu tun, die wir am Körper tragen. Aber wir können keine Angriffe ausführen im Moment. Er ist also pur auf seine mechanischen Waffen angewiesen. Der Gute. Wie kommen wir da vorbei? Ich glaube, wir können da drunter durchlaufen. Ja, ja, das sieht schon so aus. Alles klar. Easy. Super easy. Da ist ein Lüftungsschacht. Gehen wir natürlich durch. His orders. Don't let that crazy rabbit get his hands on the fist. Screw this up, and we end up in the scrapyard. Yes, screw this up. They have unsere Faust, ja. Okay. Die Iron Dogs. Also, ist auch faszinierend, wie spät mir erst aufgefallen ist, dass das halt wirklich Hundedesigns sein sollen. An den Ohren kann man es sehr gut erkennen. Aber erstmal checken wir den Lüftungsschacht hier ab. Sehr gut. Wir können uns zwischendurch heilen. It's not powered yet. Weißt du, ich will schon wieder nach da hinten laufen. Okay. Das ist nicht einfach. Shit.
Oh. How come this board is so hard? If I don't get out tonight, my seed will dry out. My seed? The door is locked. We need a key. Pragmatisch wie immer, Raiden. Oh. Oh. Ja, wir müssen die Leute auf jeden Fall befreien mit einem Schlüssel. Den wir nicht haben. Kann der uns sehen? Nee. Wir müssen unten lang. Das kriegen wir doch wohl hin. Wir haben auch keinen Karottensaft, ne? What are you doing here, Shen? Was bist du denn für Where's eine? Bovi? Den kennen wir, Shen. Raiden? Bovi invited you many times, and here you are, finally gracing us with your presence. Oh. Are you inviting me to hole up with you in that rabbit hutch of yours? You should go and hide elsewhere. You cowards hiding in the city piss me off. Aren't you retired? Now you turn up like some kind of hero. Okay, also der ist angefressen auf uns. This is no place to talk. I'll get you out. The door is locked. We need a key. Just go. I wasn't counting on you anyway. Ja. Wir haben scheinbar eine Vergangenheit. Das könnten alles diese Roboterpiloten gewesen sein. Das scheint ein Team gewesen zu sein. Und das sind die ehemaligen Members. Da kümmern wir uns gleich drum. Okay, da kümmern wir uns jetzt drum. Also darüber ist Selbstmord. Wir müssen unten lang, weil wir kommen an dem Kegel so nicht vorbei. Der Kegel kann uns da unten eigentlich nicht sehen. Wir können im toten Winkel an dem Container sitzen. Das sollte kein Problem sein. Haben wir uns ein bisschen zu dumm angestellt. Wir müssen nach oben. Oh. Das haben sie uns einfach geschenkt. Das war nicht unser Verdienst. Das war nicht gut. Wie kommt man denn da hoch, ohne von dem oberen Kegel gesehen zu werden, im richtigen Moment? Den Rhythmus von den beiden muss man richtig abpassen. Dann kommt man da hoch. Haben wir leider nicht geschafft. Kein Karottensaft. Das ist ein Problem. Ich traue mich noch nicht so wirklich. Nee. Wenn er hinter uns ist, können wir hoch. Gut. Jetzt will ich einmal darüber. Wir müssen sowieso darüber. Wir haben keine Faust. Wir können die Tür nicht aufschlagen. Ja. Ach, ich dachte, das wäre ein Lüftungsschacht. Okay. Boah. Gott sei Dank gibt es kein Falling Damage. Knifflig. Nein. Uff. Gut. Wir brauchen einen Schlüssel. Wir müssen einen dieser Guards platt machen. Okay. Habe ich überhaupt nicht im Auge gehabt, dem seinen Blick. Wir gehen oben lang. Das ist nicht ganz so schwierig.
Aber es nimmt kein Ende. Oh. Wir haben es geschafft, oder? Wir brauchen immer noch den Schlüssel. Ah, da ist ein Wächter. Der schläft. Wächter, das Grüne am, it's not powered yet. Am Hebel. Ich habe das Gefühl, wir haben es gleich. Aber die Save Points sind wahrscheinlich auch Rücksetzpunkte. Wenn wir jetzt geschnappt werden würden, würden wir hier wahrscheinlich wieder rauskommen. Oh, es hört nicht auf, ne? Oben drüber springen. Ein Healing Pot. Egal, ignorieren wir. Wir wollen hier durch. Der ist zu riskant zu holen. Ja, und sonst so? Oh nein. Arschlöcher. Jetzt wird's nochmal tricky. Easy. Noch mehr Heilung. Lohnt es sich, die zu schnappen? Ja, oder? Ja. Okay, jetzt haben wir aber ein Problem. Hm. Die wollen natürlich, dass wir rechts an dem Ding hängen. Genau zwischen dem Container und den elektrischen Wänden. Das geht aber. Gleiche nochmal. Einfach bis kurz vor der unteren Kante rutschen. Dann klappt das. Ja. War nicht so schwer. Jetzt müssen wir aber an die Seite. Sonst werden wir zerquetscht. Oh nein, doch nicht. Ja, also, eigentlich schon. Sollen wir ganz nach oben? Ja. Nein. Ja. 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 Oh, cool. Skeleton Key haben wir. Oh nein. Wir brauchen immer einen neuen Skeleton Key. Shit. Okay. Ja, net to know. Das ist schon ein fieser Parcours, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir kommen klar. Und nun? Hintenrum? Ja. Hintenrum, damit wir quasi von dem Container geschützt werden vor den Laserstrahlen, weil die gehen einfach durch. Auch nicht so ultra schwer.
Hier wird es nochmal interessant. Wir müssen schnell rüber. Oh, das ist schwierig. Eieiei. Na komm. Jetzt müssen wir auf den nächsten Zug warten. Ah, da kommt er schon. Wir müssen auf die linke Seite und das ganz schnell. Das ist ja fast unmöglich. Krass. Okay, was soll ich dazu sagen? Nix, wir haben es geschafft. Was passiert, wenn wir hier runtergehen? Dann landen wir ganz unten. Ja, vermutlich sollten wir sowieso hier runter. Da oben gab es auch keinen Weg mehr. Okay. Gut. Also wir haben es mit ein bisschen... Oha. Geil. I didn't expect the Iron Dogs to keep this old thing around. Homing Missile. Rechten Stick nach unten. Ah, dann können wir wieder die Waffe wechseln. Genau. Ist auch momentan unsere einzige Waffe. R2 gedrückt halten. Und das verfolgt dann Gegner. Und macht einen Area Damage. Das ist ja geil. Und es verbraucht... Oh nein, es verbraucht natürlich Karottensaft. Ja, ich sag immer Karottensaft, aber eigentlich ist es... Es ist halt die gleiche Energieleiste wie der Karottensaft. Das finde ich ein bisschen befremdlich, dass das diese Energieleisten verbraucht. Hehe, geil. Ist aber schon ein bisschen befremdlich, oder nicht? Ich finde schon. Hier trifft es uns nicht. Sehr cool. Okay, wenn es dann irgendwann auch mal einen Speicherpunkt gäbe, würde ich die Folge beenden. Jetzt können wir das nicht aufschlagen, weil wir keine EP mehr haben. Ja gut. Ich würde sagen... Ja. Ja. Das ist doch ein schöner Pausierort hier, oder? Wir lassen es für heute mal gut sein. Und bald geht's weiter mit diesem absolut fantastischen Spiel, was uns immer wieder mit neuen Überraschungen konfrontiert. Es macht nach wie vor einen Riesenspaß. Wie gesagt, seid so lieb, verzeiht mir nochmal den Verpatzer mit dem Twitch, mit der Twitch-Folge. Ich hoffe, es war nicht allzu belastend, das zu ertragen. Und ich werde versuchen, das auch jetzt mal langsam abzuhaken. Ein bisschen beschäftigt mich das ganze Thema noch, aber ja, wir lassen es jetzt mal gut sein. Ich freue mich auf weitere Folgen und hoffe, dass ihr weiterhin viel Spaß mit Fist und meiner knarzigen Stimme habt. Bis dahin!